Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen zum heutigen Ypos Kapitalmarktdialog. Im Namen der Ypos und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Da nun rund 75% der Teilnehmer die angemeldet waren, nun auch online sind, möchte ich Sie nicht länger warten lassen. In der einen oder anderen Stadt ist das Wetter ja noch recht schön. Von daher legen wir los, sodass wir auch so früh fertig sind, dass Sie noch etwas vom Abend haben. Grundsätzlich auch das nochmal an dieser Stelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen und Anregungen über das Chat bzw. Fragenfenster natürlich hier einzubringen und ich werde dann gerne direkt darauf eingehen oder es zu einem späteren Zeitpunkt der Konferenz dann nochmal angehen, wenn es einfach vom Foliensatz besser passt. Das Top-Thema, Sie haben es in den Nachrichten gelesen, man konnte dem Thema ja gar nicht entkommen, auch wenn man sich weniger für die Kapitalmärkte interessiert hat. Das war natürlich die Bewegung bei den deutschen Bundesanleihen, insgesamt natürlich am Rentenmarkt. Und um auch hier nochmal die Begriffe klar zu ziehen, Renten haben nichts mit Ruhestand zu tun, sondern Renten sind der finanzmathematische Begriff für einen dauerhaften Zahlungsstrom. Also Rentenpapiere können Sie auch mit Kreditpapieren gleichsetzen oder auch Anleihen, das wie gesagt hier mal kurz zur Einordnung. Was Sie hier sehen, ist hier unten auf der horizontalen Achse. Hier sehen Sie letztendlich mal natürlich einfach den Zeitablauf. Hier neben auf der Hochachse sehen Sie die Rendite. Und Sie sehen, dass wir einen sehr, sehr spektakulären Renditeverfall hatten. Also die Renditen sind extrem nach unten gekommen. Im Tief standen wir, glaube ich, innerhalb eines Handelstages bei 0,07% für eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe. Also das heißt, wenn Sie so ein Papier erworben haben, dann gab es 0,07% pro Jahr als Verzinsung respektive Rendite für dieses Papier. Und vor 20 Jahren gab es für so ein 10-jähriges Papier noch ungefähr eine Rendite von 7%, also der Faktor 100. Und das muss man sich mal klar machen. Die Rendite, die hat sich hier, wie gesagt, in Luft aufgelöst, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren gab es für das gleiche Papier noch rund 7%, vor 10 Jahren gab es noch um die 3,5%, dann im Tief hier ungefähr 0,07%. Und seitdem ging es jetzt wieder ein gutes Stück nach oben. Und der grundsätzliche Zusammenhang bei Anleihen, der sieht natürlich so aus, dass wenn die Zinsen am Markt steigen, dann verlieren bestehende Anleihen an Wert. Und wenn die Zinsen am Markt fallen, dann gewinnen bestehende Anleihen an Wert. Und dementsprechend hat natürlich dieser Renditeanstieg natürlich zu Kursverlusten am Anleihemarkt geführt. Und das war das, was sie dann eben als Blutbad eben auch in den Medien wiedergefunden haben. Ich habe Ihnen das nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt. Wiederum auf der horizontalen Achse sehen wir jetzt diesmal die Laufzeit in Jahren. Also das ist die sogenannte Zinsstrukturkurve. Und die lesen Sie bitte so, dass Sie hier die Laufzeit in Jahren haben. Und hier haben Sie den Zins in Prozent. Das heißt, wenn wir uns mal diese drei Kurven anschauen, da nicht verwirren lassen, dann war es eben vor einem Jahr so, dass wenn Sie vor einem Jahr eine Rendite mit einer Restlaufzeit von oder eine Anleihe mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren gekauft haben, dann gehen Sie einfach nach hier oben und dann sehen Sie, okay, das ist dieser Punkt. Damals war die Rendite, naja, so rund bei 1,4%. Ja, wie gesagt, aktuell oder beziehungsweise am 18. April war die Rendite eben hier unten. Und dann sehen wir eben das, was wir eben im Chart gesehen haben, sehen wir nochmal sehr deutlich, dass sich eben die komplette Zinsstrukturkurve über alle Laufzeiten massiv nach oben geschoben hat. Dementsprechend kam es hier zu Kursverlusten in verschiedenen Laufzeitbändern. Also wie gesagt, einfach nochmal eine andere Perspektive dieser Bewegung, die man ja auch so extrem in den Medien und natürlich auch in verschiedenen anderen Gazetten kommentiert hat, weil es war natürlich schon eine relativ starke Bewegung. In der langfristigen Betrachtung, meine Damen und Herren, sieht das aber ziemlich mickrig aus. So würde ich es zumindest mal formulieren, weil es ist das hier, was Sie hier mikroskopisch schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Sie sehen es, hier unten hat sich jetzt der Betrachtungshorizont verändert. Wir sehen hier die Rendite deutscher Staatsanleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit seit Ende der 80er Jahre. Und da sehen wir, ja, da gab es irgendwann mal fast 10% und dementsprechend dieser minimale Anstieg
das doch, wie gesagt, eigentlich nicht der Rede wert im langfristigen Kontext, aber kurzfristig hat es natürlich ganz schön ins Kontor gehauen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass der Markt jetzt nicht die gesamte Bewegung der letzten Jahre umgekehrt hat, sondern Sie sehen es ja, lediglich ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Überschießens wurde wieder etwas nach oben korrigiert, was die Rendite betrifft. Also von einer Zinswende, da sind wir immer noch meilenweit entfernt. Und der eine oder andere wird es an seinem Depot gesehen haben, wenn er Rentenfonds hat oder auch gemischte Fonds, die anleihelastig sind oder auch vielleicht an seiner Vermögensverwaltungsstrategie. Also da gab es schon ordentlich eins auf den Deckel hier im Anlagesegment, im Anleihesegment im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie gesagt, in der großen Perspektive ist gar nichts passiert, weil Sie sehen es, wir kommen dann von einem Renditeniveau von jenseits der 9% und jetzt sind wir halt von 0,07 auf irgendwo 0,6 angestiegen. Also eine richtige Zinswende, die würde sich noch ganz, ganz anders anfühlen. Deswegen setzen Sie das bitte auch in den richtigen Kontext, was Sie dort von den verschiedenen Kommentatoren beziehungsweise auch Analysten aufbereitet bekommen. Grundsätzlich die positive Nachricht, wir sind nicht alleine, also nicht in Deutschland sind die einzigen, die uns getroffen hat. Ich sehe jetzt hier gerade das Thema. Ich sehe leider kein Bild, doch jetzt sehe ich es. Also hervorragend, alle sind dabei. Also ich hoffe, Sie sehen alle auch, was ich sehe. Zumindest zeigt es der Kontrollmonitor so an. Aber zurück zum Skript. Also ganz klar, es hat uns nicht nur in Deutschland getroffen. Das ist das, was ich mit diesen vielen bunten Linien zeigen möchte. Weil jetzt sehen Sie eben nicht mehr nur die Rendite für deutsche Staatsanleihen, wie wir es eben im Fokus hatten, sondern auch für verschiedene Länder. Also wie zum Beispiel Spanien, Italien, Großbritannien, Australien, Norwegen. Also wir sehen es insgesamt an der Bewegung, dass wir, das sehen wir in dieser Aufwärtsbewegung, dass es natürlich überall mit den Renditen nach oben ging. Und wir haben ja gelernt, steigende Renditen heißt natürlich fallende Kurse. Und das ist natürlich für die Bestandsanleger erstmal natürlich schlecht, weil sie einen Teil ihrer Buchgewinne wieder abgeben. Und vielleicht, wenn sie sehr spät eingestiegen sind, rutschen sie damit vielleicht sogar in den negativen Bereich, weil natürlich die Kursverluste entsprechend vorhanden sind. Auch die ganz langfristige Perspektive, die möchte ich Ihnen nochmal zeigen, weil man geht zwar davon aus, dass unser finanzielles Gedächtnis ungefähr 20, 30 Jahre beinhaltet, also natürlich auch geprägt durch Erzählungen von den Eltern oder von Freunden, aber hier mal eine sehr langfristige Darstellung für Renditen. Jetzt mal hier dargestellt als Quelle von der Bank of England, da aufbereitet von der amerikanischen Fondsgesellschaft. Und da sehen Sie es, man stellt hier ganz klar die Frage, welche Renditen sind denn eigentlich normal? Sind denn diese hohen Renditen, auf die wir häufig reflektieren? Also ich sag mal so diesen Zeitraum hier der 70er, 80er Jahre oder 90er Jahre, ist das das, was wir als normal ansehen müssen? Oder müssen wir nicht eigentlich ein bisschen langfristiger betrachten und müssen diese 2 bis 3 Jahrzehnte als Anomalie sehen? Und uns viel mehr darauf fokussieren, dass eigentlich der langfristige Durchschnitt hier mal seit dem Jahr 1700 eigentlich bedeutend niedriger war. Also wir werden es alle sehen, aber wie gesagt, Sie sehen, die Frage der oder die Wahl der Perspektive kommt doch hier schon zu ganz anderen Ergebnissen. Die Frage an dieser Stelle, warum die Renditen so schnell und so stark gestiegen sind. Nun, hier gibt es natürlich verschiedene Parameter, die dazu geführt haben. Zum einen kann man natürlich sagen, dass man auch vielleicht das Segment etwas überkauft hatte, also dass einfach die Nachfrage ein bisschen übergeschossen hat aufgrund der Intervention der Europäischen Zentralbank, dass man auf der anderen Seite aber auch eine anhaltende Deflation bzw. disinflationäre Phase in der Eurozone erwartet hat und dass dann die Inflationserwartungen doch etwas stärker angestiegen sind, als man das erwartet hat. Oder auch meines Erachtens die logischste Schlussfolgerung, man hat natürlich in diesem starken Markt, wo wir ja doch entsprechende Gewinne bei den Anleihen hatten, haben natürlich verschiedene Marktteilnehmer auch einfach mal Kasse gemacht und haben ihre Positionen hier natürlich reduziert. Kommen wir auch mal zur Praxis, das, was viele von Ihnen vielleicht auch im Depot festgestellt haben, wir mal eine Analyse gemacht über die drei verschiedenen Mischfondssegmente, also Investmentfonds mit dem Fokus Eurozone und zwar aus den drei Bereichen defensiv, also tendenziell sehen die so aus, dass sie ungefähr mindestens einen Anleiheanteil von 70% haben und dann 30% Aktien, dann die Mischfonds flexibel, die Bänder ein bisschen flexibler halten können, wie es der Name sagt, und die aggressiven, die wie gesagt tendenziell eher eine geringere Anleihenquote, sondern eine höhere Aktienquote haben. Und Sie sehen es hier schön dargestellt an der Einjahresperformance. Wir sehen genau das, was wir auch erwarten würden.
weil wir hatten ja eine gute Entwicklung bei den europäischen Aktien, getrieben durch die Intervention der Europäischen Zentralbank. Wir hatten eine Aufwertung natürlich bei den Anleihen bis zu diesem in Anführungsstrichen Blutbad, und dementsprechend erwartet man natürlich auch, dass die aggressivsten Fonds hier die beste Wertentwicklung erzielt haben und die defensivsten die schwächste erzielen. Soweit ist das auch eingetroffen. Und wir haben dann nochmal die Einmonatsperformance dargestellt. Das sind jetzt jeweils auf Basis der Schlusskurse von Dienstag vergangener Woche. Und da sehen wir eigentlich auch das erwartete Bild, weil wir würden natürlich sagen, okay, wenn es jetzt wieder in die andere Richtung geht und die Anleger versuchen, Risiken zu vermeiden, dann müssen natürlich diejenigen am stärksten getroffen werden, die am aggressivsten unterwegs sind. Und am stabilsten sollten sich diejenigen verhalten, die am defensivsten unterwegs sind. Und Sie sehen, dieses Bild wird auch bestätigt, weil die defensiven Strategien haben nur rund 2,3% abgegeben und die offensiveren rund 3,7%. Und wir haben das dann mal in den Kontext gesetzt. Also wir haben gesagt, okay, wie hoch war denn dieser Verlust im Verhältnis zur Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate? Also wie viel des Gewinns der letzten 12 Monate hat man dann in dieser kurzen Periode abgegeben? Und da sehen Sie, dass die defensiven Strategien haben rund 26% ihrer Wertentwicklung abgegeben. Die offensiven Strategien haben nur rund 18% angegeben. Und das schon mal ein klarer Punkt, für den ich Sie auch sensibilisieren möchte, dass es nicht nur darum geht, Wertentwicklung zu vergleichen, sondern es ist auch wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, wo kamen denn diese Renditen her? Kamen die aus dem Aktienmarkt? Kamen die aus dem Anleihemarkt? Wurden hier Laufzeitrisiken oder Kreditrisiken eingegangen, um diese Wertentwicklung zu erzielen? Weil wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass sich der Trend steigender Renditen fortsetzt, dann würde man wahrscheinlich erwarten dürfen, dass sich das, was hier bereits angedeutet wird, durchsetzen würde. Also dass tendenziell gerade die Strategien, das sind nicht nur Fonds, sondern auch natürlich Vermögensverwaltung und auch ihre eigene Strategie, dass die natürlich umso sensibler reagieren, je höher der Anleiheteil im Portfolio gewichtet ist. Deswegen auch die Frage, ob das noch passt. Wir hatten heute Morgen eine Online-Konferenz für Finanzdienstleister und Mitarbeiter aus Banken, aber ich fand das auch ganz gut, das heute Abend nochmal mit reinzunehmen. Weil das sind typischerweise eben die Skalen der Risikobereitschaft. Das kennen Sie alle von Ihrer Bank, von Ihrem Finanzdienstleister. Diese sogenannte Risikoklassenthematik. Und dann sehen Sie hier ein paar Gründe natürlich, die damit in der Prosa beschrieben, was man erwarten kann. Und tendenziell diese defensiven Fonds, die sind meistens in dieser sogenannten Risikoklasse 2 eingeordnet. Und wenn Sie den Text jetzt lesen, dann sehen Sie, naja, Sie erwarten eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Und da muss man natürlich ganz klar auch mal hinterfragen, passt denn diese Definition wirklich noch für die Struktur, wie wir es momentan haben, in anleihelastigen Mischfonds, weil wir natürlich hier auch aufgrund der Zinsentwicklung auch mal relativ starke und schnelle Bewegungen sehen können und gegebenenfalls noch die Situation, dass Anleihen und Aktien gemeinsam fallen, dann funktioniert die Risikostreuung nicht. Und dann habe ich zwar auf dem Papier eine Risikostreuung über verschiedene Vermögensklassen, aber wenn beide gemeinsam fallen, und das ist ja auch gar nicht so unplausibel, weil sie sind ja auch vorher beide gemeinsam gestiegen, dann habe ich natürlich ein Problem. Und deswegen gilt auch hier die Aussage, dass die gleiche Zusammensetzung von Vermögensklassen im Jahr 2015, also aktuell, ein anderes Chance-Risikoprofil hat, nämlich ein schlechteres als vor 3 bis 4 Jahren. Und dementsprechend muss man hier natürlich reagieren. Also als Berater sollte man hier sich mal die Portfoliokonstruktion seiner betreuten Kunden anschauen und als Kunde auch natürlich gehen Sie das mal an. Schauen Sie das mal natürlich durch, weil wir natürlich hier im Anleihensegment extrem starke Bewegungen hatten und dementsprechend die Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, wo es ja auch große, prominente, gemischte Fonds getroffen hat, die da mal schnell 4, 5, 6% verloren haben, obwohl ja eigentlich auf globaler Ebene wenig passiert ist. Das muss man sich natürlich mal anschauen und da in die Analyse gehen, um zu schauen, okay, passt das noch zu meinem Risikoprofil oder macht es nicht vielleicht hier Sinn, ein bisschen gegenzusteuern, um hier nicht sehenden Auges größere Risiken einzugehen, als sie das eigentlich möchten. Auch das habe ich nochmal mitgebracht von der britischen Fondsgesellschaft, eine schöne Berechnung. Es ist auch ein Blog, den ich sehr gerne lese. Richtet sich zwar ausschließlich an Finanzdienstleister, aber nichtsdestotrotz. Und was sehen Sie hier? Sie sehen zum einen hier unten sehen Sie mal die Entwicklung von globalen Staatsanleihen, hier unten von globalen Unternehmensanleihen, guter Bonität und hier von globalen
Unternehmensanleihen schwächerer Bonität, sogenannte Hochzinsanleihen oder auch Junkbonds, wie sie gerne und liebevoll genannt werden. Und was sehen Sie hier? Dieser schicke grüne Balken, der zeigt Ihnen an, wie sind denn die Renditen auf Sicht der nächsten 12 Monate, wenn die Staatsanleihenrenditen bleiben, wo sie sind, also weder steigen noch fallen und auch bei den Unternehmensanleihen keine Renditeveränderungen stattfinden. Dann sehen Sie hier, okay, kleine positive Erträge, nicht wirklich sensationell. Und dann sehen Sie auch hier, die Unternehmensanleihen mit guter Bonität würden ein bisschen besser profitieren und die Hochzinsanleihen würden noch stärker von der gleichbleibenden Entwicklung profitieren. Warum? Weil natürlich klar, hier habe ich nur das Risiko der Staatsanleihe, dann kommt hier noch ein bisschen Risiko natürlich dazu durch die Unternehmensanleihe und noch ein bisschen mehr Kreditrisiko durch die Hochzinsanleihen. Und da muss es natürlich so sein, dass wenn das Zinsniveau nicht steigt und auf dem jetzigen Niveau verbleibt, dass ich dann natürlich hier diese Entwicklung sehe. Aber, und jetzt wird es auch ein bisschen spannender, was passiert denn, wenn die globalen Staatsanleihenrenditen um 1% steigen und gleichzeitig bei der Unternehmensanleiheseite nichts passiert, also keine Bonitätsveränderungen hier stattfinden. Und dann sehen Sie schon, oh, bei den globalen Staatsanleihen, da geht es dann ungefähr 6% nach unten. Also das ist doch schon eine ordentliche Bewegung, weil wenn Sie momentan einen durchschnittlichen Zinscoupon von vielleicht 1,5% haben, dann heißt ein Verlust von 6%, dass Sie den Zinscoupon von 4 Jahren mal ebenso an temporären Kursverlust verbuchen müssen. Die Unternehmensanleihen reagieren weniger sensibel. Das liegt tendenziell daran, dass wir hier noch andere Risikokomponenten haben, die hier integrieren, die Kreditrisikoprämie. Und bei den Unternehmensanleihen sieht man sogar, okay, also bei den Hochzinsanleihen hier, es würde sogar eine positive Entwicklung geben. Und jetzt wird spannend, weil wir hatten 1994 schon mal ein Szenario, bei der wir einen Anstieg des Zinsniveaus bei den Staatsanleihen von rund 2,12% hatten. Also wir hatten jetzt ja ungefähr 0,6% in Deutschland oder temporär mal 0,7 etwas Anstieg. Also damals 2,12% Zinsanstieg. Und dann sehen Sie natürlich ja, wie es mal reingerappelt hat hier bei den globalen Staatsanleihen. Also minus 15%. Auch die Unternehmensanleihen guter Bonität hat es ordentlich getroffen mit minus 11. Die Hochzinsanleihen konnten sich noch am besten halten. Der Grund liegt darin, dass der typischerweise, zumindest in der Historie war es ja so, dass wenn die Zinsen dann gestiegen sind, wenn es der Konjunktur besser ging, und wenn es der Konjunktur besser ging, konnten die Unternehmen eher ihre Schulden bedienen. Und wenn sie eher ihre Schulden bedienen konnten, dann war das natürlich auch positiv für die Leute oder die Anleger, die Kredite vergeben haben an eher kleinere Unternehmen oder eben an Unternehmen, die höher verschuldet sind, also dieses Hochzinsanleihesegment. Also, wofür möchte ich Sie sensibilisieren? Dieses Thema ist, auch wenn es ein bisschen her ist, wir hatten jetzt einfach natürlich 30, 35 Jahre in der Tendenz fallende Zinsen und dementsprechend Rückenwind natürlich für die Anleihekurse. Jetzt hatten wir mal eine kleine Gegenbewegung, die war aber noch kein Blutbad. Und wenn wir jetzt hier mal zurückschauen, was war denn wirklich bei einer Gegenbewegung? Egal durch was die ausgelöst worden ist, da können wir viel drüber philosophieren, was könnte eine Gegenbewegung auslösen. Aber dann sehen Sie im Endeffekt hier, dann schlägt schon ordentlich ins Kontor. Und deswegen sollte man mal die aktuelle Entwicklung durchaus als Schuss vor den Bug nehmen, um, wie gesagt, sich hier mal mit seiner Anlagestrategie zu beschäftigen. Wie kann man das tun? Auch grundsätzlich, Sie kennen das, Vermögensstrukturanalyse. Grundsätzlich, ich habe jetzt hier im Kapitalmarktdialog leider nicht die Zeit, da ausführlicher drauf einzugehen, aber grundsätzlich sollten Sie natürlich immer trennen zwischen Vermögensklassen. Das sind Aktien, Renten, Rohstoff, Immobilien und Edelmetalle. Das sind die Träger von Rendite und Risiko. Die entscheiden über das Verhalten bei Inflation und Deflation. Und eben den Verpackungen dieser Vermögensklassen. Das sind Investmentfonds, Zertifikate, Lebensversicherungen, Versorgungswerke oder auch ihre Rentenanwartschaften an den Staat. Das sind im Endeffekt die geben im Endeffekt die Richtung vor, wenn es um die steuerliche Einordnung geht, um die rechtliche Behandlung und ähnliches. Und was hier jetzt wichtig ist in diesem Kontext, wenn Sie Ihr Vermögen ganzheitlich erfassen wollen und sich ja auch die Frage stellen, wie beziehe ich denn Zinsentwicklung, Renditeveränderung oder auch Inflationserwartung auf mein Vermögen, auf meine Depotstruktur, dann geht das genau so. Wir müssen uns hier die Verpackung mal anschauen und schauen uns an, was ist in diesen Verpackungen drin. Das werden typischerweise Anleihen, Aktien, Bareinlagen, Immobilien, Edelmetalle sein. Und die können Sie natürlich ganz klar einer Gruppe zuordnen, weil Anleihen, Festgelder und Bareinlagen, die sind Geldwert, also nominale Zahlungen, und Aktien, Immobilien, Rohstoffe und
Edelmetalle. Die sind natürlich Sachwerte, reale Vermögenswerte mit dann natürlich den entsprechenden Chancen und Risiken. Also hier geht es nicht darum zu sagen, Geldwert ist schlecht und Sachwert ist gut, sondern hier geht es erstmal darum zu erkennen, hey, wie sieht meine eigene Vermögensstruktur überhaupt aus? Wie bin ich aufgestellt? Ist da eine vernünftige Mischung und Streuung enthalten? Oder bin ich vielleicht auch einseitig aufgestellt und bei mir dessen gar nicht bewusst? Also wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Hier nochmal die Ypos Vermögensmatrix mit dieser Einteilung von Geld zu Sachwerten. Wie gesagt, nehmen Sie es mal so hin, halten Sie es im Hinterkopf. Der Inhalt erklärt Rendite und Risiko und das Verhalten und die Verpackung, Steuern und rechtliche Einordnung. Warum ist das wichtig? Weil wir uns natürlich die Bewegungen an den Kapitalmärkten, die treffen natürlich nicht nur Sie als Investor am Markt, wenn Sie eben Aktien oder Anleihen über die Börse gekauft haben oder zum Beispiel mittelbar in Fonds investiert sind, sondern die treffen natürlich auch ganz, ganz viele andere Segmente. Und das habe ich Ihnen hier mal an zwei simplen Beispielen mitgebracht und an einem simplen Beispiel hier mal die Anlagestruktur deutscher Versorgungswerke, also die ja die Altersvorsorge für die Freiberufler organisiert. Und dann mal wirklich Grundrechenarten, was Sie mitnehmen können, über den Tag hinaus, unabhängig von irgendwelchen Marktbewegungen und ob der DAX jetzt bei 10.000 oder bei 12 oder bei 20.000 Punkte steht. Diese Grundregeln gelten immer. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist ein Vermögenswert zusammengesetzt, also welche Vermögensklassen sind da drin, welchen Anteil nimmt diese Vermögensklasse an der Vermögensstruktur ein. Wir können einen erwarteten Ertrag nehmen und wenn wir dann das miteinander multiplizieren, mal ganz einfach gesprochen, 25% mal 3% erwarteter Ertrag sind eben ja rund 0,75 und wenn Sie das für jede Vermögensklasse machen und Sie summieren die dann auf, dann kommen Sie eben hier zu einer erwarteten Rendite des Vermögenswertes, in dem Fall eines Versorgungswerkes, vor Kosten und natürlich auch vor Steuern. Warum ist das wichtig? Weil natürlich auch das, was wir uns gerade angeschaut haben, die Bewegung zum Beispiel am Anleihemarkt, die und diesen Anlagenotstand, den wir aufgrund der niedrigen Zinsen haben, der trifft natürlich nicht nur all diejenigen, die direkt in Anleihen investiert sind, sondern auch all diejenigen unter uns, die zum Beispiel Versicherungen haben, betriebliche Altersversorgung oder Mitglied im Versorgungswerk sind. Und damit Sie das besser nachvollziehen können, welche Fragestellungen da entstehen, hier mal, wie gesagt, dieses Thema mit den Grundrechenarten. Unerwartete Folgen auch an anderer Stelle. Auch das, wie gesagt, nochmal ein Denkanstoß, bevor wir uns wieder fokussierter um die reinen Kapitalmarktfragen kümmern. Aber ich möchte ja auch, dass Sie etwas mitnehmen für Ihre Finanzplanung als Denkanstoß. Hier sehen Sie mal die Struktur der Kapitalanlagen der privaten Krankenversicherungsunternehmen. Warum zeige ich Ihnen das? Weil oft auch Leute sagen, niedrige Zinsen trifft mich ja alles nicht. Ich muss mich nicht um meine Geldanlagen kümmern. Aber Sie sehen es hier. Auch bei den privaten Krankenversicherungen ist es ja so, dass der Jüngere, der zahlt tendenziell einen zu hohen Beitrag, weil er ist ja weniger krank. Wenn Sie älter sind, zahlen Sie tendenziell zu wenig Beitrag, weil Sie sind öfter krank. Aber der Anbieter macht eben eine Durchschnittskalkulation über die Laufzeit. Das heißt, in jungen Jahren hat er Geld, was Sie ihm geben, was er sparen kann. Und dieses Geld, das legt er natürlich am Kapitalmarkt an, um hier letztendlich natürlich auch eine Rendite zu erzielen. Und jetzt sehen Sie mal hier die Struktur der Kapitalanlagen im Krankenversicherungsbereich. Hier mal auch direkt vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft für das Ende des Kalenderjahres 2013. Und da sehen Sie, okay, 92% liegen in Renten, also festverzinslichen Wertpapieren und lediglich dann 8% in Aktien, Immobilien und sonstigen. Und wenn natürlich 92% Ihrer Kapitalanlagen kaum noch Rendite erzielen, wie Sie es gerade gesehen haben, dann ist es natürlich schon schwierig, die offizielle Inflationsrate zu schlagen und die tendenziell wird natürlich auch die Inflationsrate bei den Gesundheitskosten höher sein als im sonstigen Durchschnitt und von daher gehend, wenn natürlich über die Zinsen weniger Ertrag reinkommt, dann muss das Geld anderweitig rein und das heißt natürlich wahrscheinlich irgendwann mal steigende Beiträge. Also die Sensibilisierung, ich hoffe, die kam jetzt mal rüber. Wie gesagt, mehr Zeit ist hier jetzt im Kapitalmarktdialog leider nicht, weil es ja eigentlich eher ein Finanzplanungsthema ist. Aber ich möchte, dass Sie es als Denkanstoß mitnehmen, dass dieses Thema Zinsen und Zinsentwicklung losgelöst von den täglichen Bewegungen für Sie ein wichtiger Punkt ist und dass sich einfach die Situation im Vergleich vor 5 zu 10 oder vor 20 Jahren massiv geändert hat und dass wir dementsprechend auch nicht mehr auf unser finanzielles Gedächtnis vertrauen können, sondern wir uns damit beschäftigen müssen, wie es in der Zukunft sein könnte. Dann hier der Anregungspunkt, immer wieder kein Ton. Wo findet
man die aufgezeichnete Sitzung. Also wir werden eine Aufzeichnung der Sitzung im Nachhinein, also wahrscheinlich morgen per E-Mail auf einer Landingpage im Internet zur Verfügung stellen. Insgesamt hoffe ich, dass die Tonqualität passt, weil bei mir sieht es eigentlich vom Mikrofon gut aus. Deswegen hoffe ich, dass der überwiegende Teil von Ihnen hier eine gute Tonqualität natürlich auch hat. Gehen wir weg von der Fremdkapitalseite und beschäftigen uns mit der Entwicklung der Aktienmärkte. Also was Sie hier sehen, das ist die Entwicklung verschiedener Aktienmärkte. Der blaue Balken zeigt Ihnen die Wertentwicklung in lokaler Währung. Und in Orange sehen Sie die Wertentwicklung in Euro umgerechnet. Warum zeigen wir beides? Nun ja, nicht jeder Anleger auf der Welt, der denkt im Euro, aber für uns als Anleger, die meisten von Ihnen sind ja aus Deutschland und ich glaube noch ein paar aus der Schweiz und aus Österreich, aber überwiegend denken wir natürlich hier aus einer Euro-Anleger-Perspektive, deswegen zeigen wir Ihnen beides. Und Sie sehen, das bestätigt, was wir ja auch erwartet haben und was man ja auch immer noch sieht, trotz der Kursrückgänge. Das sind, wie gesagt, die Schlusskurse von gestern Abend. Also Sie sehen es hier, die Märkte, in denen die Notenbank sich tendenziell stärker engagiert hat, also relativ mehr getan hat, also natürlich auch die Märkte der Eurozone, also hier der italienische Markt oder der deutsche DAX 30 oder der CAC 40 für den französischen Markt. Das waren eben, wie gesagt, die stärksten Märkte, die wir hier gesehen haben, auch natürlich China, Shanghai, da geht ja auch die Post ganz schön ab, da gibt es verschiedene Gründe, auch das Thema Spekulation und Neudepoteröffnung spielt hier natürlich eine Rolle, die Satiriker werden sagen, naja, ist ja ganz gut, weil wenn die Immobilien weniger wert werden, also chinesische Immobilien, der rund -6% weniger wert im Vergleich zum Vorjahresmonat, dann ist es ja gut, wenn die Aktienmärkte ein bisschen mehr werden, dann passt es wieder auf der Vermögensstrukturseite bei den privaten Anlegern. Aber wie gesagt, das an anderer Stelle. Insgesamt, Sie sehen es, dass Märkte wie zum Beispiel USA, die haben sich nicht so gut geschlagen in der Relation der Marktbreite Russell 2000, der auch die kleinen Unternehmen mit abbildet, lediglich in Heimatwährung, ja, wissen wir es, über 4%, wenn Sie das mit einem DAX vergleichen von rund 18, natürlich das nicht mal ein Viertel, dann der S&P 500 als marktbreiter Index auch keine besonders spannende Bewegung mit 3,41, aber Sie sehen es, nichtsdestotrotz, man konnte mit amerikanischen Aktien hervorragend Geld verdienen. Der Grund lag jetzt weniger in der Aktienmarktentwicklung an sich, sondern, das zeigt Ihnen der orangene Balken, wir hatten natürlich durch die Abwertung des Euros, haben wir natürlich die Situation, dass aus Sicht eines Euro-Anlegers amerikanische Aktien deswegen teurer geworden sind, weil natürlich unsere Kaufkraft gelitten hat durch die Euro-Abwertung. Und dementsprechend muss man sagen, bisher war es ein sehr, sehr gutes Aktienjahr, weil Sie haben mit europäischen Aktien haben Sie Geld verdient, weil die Märkte einfach gestiegen sind und es gab keinen Währungseffekt. Mit amerikanischen Aktien haben Sie Geld verdient, weil Sie über die Währung partizipiert haben und die anderen Aktienmärkte, die großen, sehen ja alles in allem auch gar nicht so schlecht aus. Also wie gesagt, insgesamt die Wertentwicklung im Jahr 2015 für ein globales Aktienportfolio soweit eigentlich sehr zufriedenstellend und das meines Erachtens auch der Grund, warum natürlich einige Marktteilnehmer natürlich mal ein paar Chips vom Tisch nehmen, ihre Risiken ein bisschen runterfahren, sich vielleicht auch für Fremdwährungswetten bedanken und sagen, hey, ich habe mit dem Euro-Dollar-Verfall gutes Geld verdient, ich mache jetzt mal die Position dicht und dann sehen Sie eben auch mal wieder Gegenbewegung in der Währung, das heißt, der Euro steigt gegenüber dem Dollar. Also, das ist die Entwicklung der Aktienmärkte, zeigt aber auch wieder, wie wichtig es ist, ein gestreutes globales Aktienportfolio zu haben. Also verschiedene Länder, verschiedene Währungen und auch verschiedene Investmentstile. Weil eins, meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss ganz klar sein, der deutsche Aktienmarkt ist nicht repräsentativ. Deswegen hier mal eine Darstellung. Da sehen Sie mal für die Marktkapitalisierung per Ende 2013, und da hat sich nicht viel dran geändert, da sehen Sie mal der deutsche Aktienmarkt, wo wir mal so einen riesen Tohuwabohu machen, der macht gerade mal 3% des globalen Aktienmarktes aus. Also man muss eigentlich sagen, tendenziell relativ lächerlich im Verhältnis. Sie sehen es gemessen an der globalen Marktkapitalisierung, USA mit rund 50% natürlich hier sehr prominent, auch selbst das kleine Kanada hat 4% beizusteuern und also mehr als oder genauso viel wie Frankreich und die Niederlande zusammen. Und was ich damit sagen will, ist, dass oft Leute sagen, ja, der Aktienmarkt, der funktioniert ja nicht, der Aktienmarkt ist so schlecht und als Privatanleger hat man sowieso keine Chance. Also
Ich glaube, viele haben ihre Erfahrungen gesammelt Anfang der oder Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre mit der Telekom-Aktie, mit dem Internet-Hype. Und da hat man eben gesagt, hey, ich kaufe mir 6, 7, 8 Aktien aus Deutschland, vielleicht noch 2 Internetwerte aus den USA. Dann habe ich ja eine tolle Aktienmarktstreuung. Und da muss man sagen, das war natürlich ein ziemliches Klumpenrisiko. Und in der Konsequenz hat man gesehen, dass die Aktien- und Kapitalmärkte sehr wohl funktionieren, aber dass man leider zu fokussiert investiert hat. Und deswegen auch vor dem Hintergrund natürlich der Entwicklung in der Eurozone, ein globales Portfolio muss grundsätzlich erstmal die Basis Ihrer Anlagestrategie sein. Wenn Sie eine breite Basis haben, können Sie ein bisschen spezieller werden, aber fangen Sie nicht an, hier jetzt 8 oder 9 oder 10 Aktien auszusuchen. Wie gesagt, das ist meines Erachtens eher Spekulation anstatt Investition. Und wie gesagt, nehmen Sie das an der Stelle bitte mal mit. Grundsätzlich, auch das ein Thema. Oft werden wir gefragt, ist der Aktienmarkt nicht in der Blase? Auch Sie kennen natürlich die Argumentationskette, dass wir verschiedene Märkte haben, wir haben verschiedene Regionen, wir haben verschiedene Branchen, wir haben verschiedene Investmentstile, wie zum Beispiel Value oder Growth, also eher Wachstums- oder Substanzorientiert. Vor allem, also der Aktienmarkt ist nicht homogen, deswegen stellt sich meines Erachtens weniger die Frage, bin ich am Aktienmarkt investiert oder nicht, sondern man sollte am Aktienmarkt investiert sein. Die Frage ist lediglich, über welche Strategie, über welchen Ansatz bin ich im Endeffekt hier investiert, um an der globalen Wirtschaft zu partizipieren. Auch zum Thema Aktienmarktblase oder Aktienmarktentwicklung habe ich Ihnen noch was mitgebracht. Weniger als Timing-Indikator interessant, sondern eher, auch wenn es darum geht, ja, langfristig Kapital anzulegen. Und ich hoffe, dass die meisten von Ihnen tendenziell eher langfristige Investoren anstatt kurzfristige Spekulanten sind, weil die kurzfristigen Spekulanten, die machen ja tendenziell nur die Broker und diejenigen reich, die die Orders abwickeln und weniger Sie als Vermögensinhaber. Also, was sehen wir hier? Unten mal wieder die obligatorische Zeitachse relativ lang zurück. Sie sehen es seit 1860 für den amerikanischen Aktienmarkt. Und die Linie, die Sie sehen, das ist das sogenannte zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, man setzt hier die Gewinne ins Verhältnis natürlich auch zu den Preisen. Und damit man keine Ausreißer in einzelnen Jahren hat, glättet man das Ganze über 10 Jahre. Berechnen wir das alles von Professor Schiller, der hat ja auch einen Nobelpreis mal bekommen. Und wie gesagt, dann bekommen Sie eben eine absolute Zahl raus. Und momentan wird eben oft darauf reflektiert, dass dieser Wert momentan bei 27 steht und dass man sagt, hey, das ist ja relativ teuer. Wir sind über den langfristigen historischen Durchschnitten drüber. Vielleicht ist das insgesamt alles eine Blase. Und wie gesagt, als Timing-Indikator taugt das überhaupt nichts. Aber für was es etwas taugt, das ist eben für die langfristige Betrachtung. Und deswegen hier mal eine Betrachtung mitgebracht und die zeigt nichts anderes als das, was Sie auch mit dem gesunden Menschenverstand erwarten würden. Das zeigt nämlich einfach nur hier, okay, wenn ich eher eine niedrigere Bewertung hatte, gemessen an diesem zyklusgekletterten Kurs-Gewinn-Verhältnis, also ich hatte eine niedrige Bewertung, dann waren die Erträge in den folgenden 10 Jahren auf realer Basis, also um die inflationsbereinigt, eher hoch. Also sprich, wenn ich eine günstige Ausgangsposition hatte für die Aktienmarktbewertung zwischen 5 und 13, dann hatte ich in den Folgejahren im Schnitt reale Renditen, also nach Abzug der Inflation, von jenseits der 10%. War der Aktienmarkt ein bisschen teurer? Dann war natürlich auch die Kennzahl ein bisschen größer, dann hatte ich eben noch reale Renditen jenseits der 8%. Und klar, wenn ich natürlich bei den Märkten etwas teurer bin, dann sind natürlich meine erwarteten Erträge tendenziell etwas niedriger. So war es zumindest in der Vergangenheit, wenn man hier die letzten Jahrzehnte zurückrechnet. Sie sehen es, die Datenquelle 1925 bis 2014. Und wie gesagt, momentan sind wir ja bei einem Wert von 27 und ein Wert von 27, wenn man die Vergangenheit als Indikator nehmen wollte für die Entwicklung des breiten US-Aktienmarktes gemessen am S&P 500, dann würde man momentan eine reale Rendite erwarten am Aktienmarkt auf der Indexebene vor Kosten und Steuern, aber nach Inflation von etwas um die 2%. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Nun ja, der Leitzins der Europäischen Notenbank liegt ja momentan bei 0,05%, also das vor Inflation. Das heißt natürlich, wir wären hier immer noch beim 40-fachen. Aber Sie sehen schon, dieser Grundsatz zwischen welchen Preis bezahle ich für einen Vermögenswert und welche Rendite kann ich in der Zukunft erwarten, der liegt natürlich bei Anleihen. Natürlich liegt der ganz klar natürlich auf dem Tisch, das denke, können Sie alle nachvollziehen. Aber auch bei Aktien geht es natürlich darum, sich mal damit zu beschäftigen. Und das heißt natürlich auch, wie beschäftige ich mich
Mal mit meiner langfristigen Anlagestruktur, weil nachdem sie entschieden haben, dass Aktien in die Vermögensstruktur reinpassen, und das gilt meines Erachtens ausnahmslos für jeden, dann ist nur die Frage, welcher Anteil und mit welcher Strategie setze ich das um. Und dann geht es natürlich darum, mir mal Bewertungen von Märkten anzuschauen, mir zu überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, eher vielleicht substanzorientiert zu investieren, um günstiger einzukaufen. Also der Instrumentenkasten ist durchaus da, man muss sich mit den Themen eben nur mal beschäftigen. Aber hier mal, wie gesagt, das könnte eine langfristige Annahme für die Kapitalmarktrendite sein. Aber auch das muss man natürlich mal ganz klar sagen, sollten die Zinsen auf diesem niedrigen Niveau bleiben, Stichwort finanzielle Repression, dann könnte es durchaus sein, dass die Investoren bereit sind, für den Zahlungsstrom in Form von Dividenden von guten Unternehmen noch weitaus höhere Preise zu zahlen. Und dann wären die Renditen noch ein gutes Stück höher, als man es hier natürlich erwarten würde. Von daher, wie gesagt, muss man immer abwägen. Auch das Thema Preisblasen wird oft thematisiert, je nachdem, mit welchen Büchern man sich mal beschäftigt hat. Viele haben sich ja dem Kapitalmarktthema leider erst genähert aufgrund der Krise, sind dann über verschiedene Geldtheorien und, wie sagt man, Krisen, wie soll ich sagen, ja, Krisenideen, Krisenphänomene zu dem Thema Geldanlage gekommen und sind dementsprechend eigentlich immer nur mit Problemen konfrontiert gewesen. Und deswegen die Frage, die wir uns stellen müssen, verzerren natürlich diese niedrigen Zinsen die Preise an den Kapitalmärkten, auch die Preise an den Immobilienmärkten könnten natürlich durchaus verzerrt sein. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Immobilienangebote anschaue, die unsere Kunden uns hier zum Rechnen auf den Tisch legen, weil da muss ich ganz offen sagen, ich verstehe nicht, welche Zukunftserwartung der Verkäufer in die Preise reinschreibt, weil dieses Preisniveau wäre nur angemessen, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen auf absehbare Zeit auf einem negativen Niveau bleiben, dass wir weiterhin und dauerhaft Probleme in der Eurozone haben und auch vor allem, dass die Inflation eigentlich auf ein hohes Niveau steigt. Also ich glaube, da ist in den Immobilienpreisen viel eingepreist, was doch mal zu überdenken wäre. Aber kommen wir zurück zu den Kapitalmärkten. Also niedrige Zinsen, verzerrte Preise. Hier mal eine Berechnung aus dem Research der Citi, die einfach mal zeigen, hey, wie ist denn die Bewertung verschiedener Vermögensklassen? Und Sie sehen im Endeffekt, okay, wenn der Balken nach unten geht, dann ist es eben relativ günstig im Vergleich zum historischen Vergleich. Wenn je länger der Balken nach oben geht, desto teurer ist es im historischen Vergleich. Und das hat man eben jetzt auch mal dargestellt, eben zum Beispiel für verschiedene Vermögenswerte. Also hier die TMT, also die Technologie- und Medienblase oder die Schwellenländerblase 2007. Oder auch hier die Entwicklung in Japan, die ja dann Ende der 80er beendet wurde. Da sehen Sie im Endeffekt hier, da hatten wir schon offensichtlich Blasen. Und momentan hier, das sind OATs, Bonos, BTPs, das sind natürlich Staatsanleihen in der Eurozone. Da sehen Sie, da kommt man schon relativ an das nah ran, von dem hier man davon ausgeht, dass das schon ein gewisses Blasesterritorium ist. Auf der anderen Seite sieht man im Endeffekt, okay, andere Märkte scheinen eher günstig und das sind tendenziell interessanterweise die Märkte, die man in den letzten Jahren eher gemieden hat. Also das Thema Öl ist ja doch spektakulär eingeknickt, wenn Sie überlegen, wir kommen von 150. Basismetalle, Basis- und Industriemetalle auch ziemlich ungeliebt, zeige ich gleich noch was dazu. Auch Schwellenländeraktien im Verhältnis zu den Industrienationen nicht so nachgefragt oder auch Gold. Also, wie gesagt, da uns ein bisschen der Kompass, wie der Dirk gerne sagt, durch die niedrigen Zinsen fehlt, könnte es sein, dass bei vielen Vermögensklassen die Reise nicht so passt und damit sollte man sich natürlich auch mal durchaus beschäftigen. Oder, meine Damen und Herren, ist es gar ein Kontraindikator, weil Sie lesen sehr, sehr viel über Preisblasen, über Vermögenspreisblasen. Diese Herleitung der niedrigen Zinsen und der deswegen verzerrten Vermögenspreise ist ja auch so eingängig. Da kann man tolle Bücher zu schreiben, tolle historische Herleitungen machen. Aber vielleicht zeigt uns auch einfach nur, dass wir gar nicht in dieser Welt sind, dass wir vielleicht eine, ja, doch erhöhte Vermögenspreise haben, aber die durch niedrige Zinsen begründet sind, aber die doch ein gutes Stück vom Blasenbereich entfernt sind. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber Sie sehen es auch nochmal dargestellt hier. Jetzt einmal für verschiedene Industriezweige, also wenn man den Aktienmarkt mal aufteilt, weil sie haben ja verschiedene Sektoren natürlich im Aktienbereich von Telekommunikation über Pharma, Technologieversorger, Versicherung, Banken und ähnliches. Und da sehen Sie im Endeffekt, okay, in dieser Betrachtung, die ich durchaus plausibel finde, muss ich sagen, der teuerste Sektor, den man hier momentan sieht, das ist Retail, also sprich das Thema Konsumenten.
Das Konsumententhema, weil natürlich auch nach der Finanzkrise alle gerne Aktien haben wollten von Unternehmen, die wenig mit der Konjunktur zu tun haben, die Basisbedürfnisse bedienen. Und da sehen Sie natürlich dieses Thema Retail, beziehungsweise auch natürlich verschiedene Sektoren, die direkt konsumentenbezogen sind, ja. Auch das Thema Food and Beverage, ja, ein Sektor, wo man sagt, der ist vielleicht doch tendenziell im Vergleich relativ teuer. Und die ungeliebten Sektoren, ja, die sehen Sie im Endeffekt hier am Rande. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, das Thema Blase, das muss man halt überlegen, in welchem Kontext man es gebraucht. Vor allem ist, glaube ich, Blase am Aktienmarkt und am Anleihemarkt etwas komplett Gegensätzliches, weil eine Blase am Anleihemarkt, ja, solange Sie Ihr Geld zurückbekommen, weil Ihr Counterpart, also demjenigen, den Sie das Geld geliehen haben, nicht pleite geht, ja, haben Sie vielleicht Ihre Kaufkraft nicht erhalten und Sie haben ein bisschen Verlust über die Inflation gemacht, aber am Ende des Tages kriegen Sie einen Großteil Ihres Geldes zurück. Wohingegen eine Blase bei Aktien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Immobilien, Sie kaufen was für 100 und das fällt auf 30 und dümpelt die nächsten 20 Jahre in einer Preisspanne von 30 bis 80, da haben Sie Ihr Geld nicht zurück. Also von daher, wenn wir über Preisblasen reden, sollten wir auch fragen, auf welchen Markt wir diese Preisblasenargumentation anwenden, weil natürlich die Folgen für den Anleger ganz, ganz unterschiedlich auch hier sind. Aber am Ende des Tages, Meinungen gibt es viele. Am Ende kommt es natürlich darauf an, nicht am Ende der Präsentation, weil der Konjunkturteil, der kommt ja erst noch. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, zuerst sollten Sie natürlich mal Ihr Lebensziel definieren. Und die Kernfrage ist ja zumindest mal, warum lege ich überhaupt Geld an? Klingt banal, aber viele können es nicht beantworten. Daraus kann man dann das finanzielle Ziel ableiten. Also man klebt da ganz uncharmant und unromantisch ein Preisschild drauf, schaut dann, welches Vermögen kann ich heute einsetzen, um dahin zu kommen. Und dann kann man ausrechnen, welche Rendite brauche ich, um das Ziel zu erreichen. Dann müssen wir natürlich diese Renditen abgleichen mit dem Kapitalmarktumfeld. Sie haben es gesehen, vor 20 Jahren gab es noch 7% pro Jahr von der deutschen Bundesanleihe. Wenn Sie dann nur 5% Rendite gebraucht haben, dann muss man sagen, Haken dran, ich kaufe Bundesanleihen, Kapitalanlageplanung beendet. Aber heutzutage sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Deswegen Abgleich der erforderlichen Rendite mit dem Kapitalmarktumfeld, dann Abgleich dieser Rendite mit der finanziellen Risikobereitschaft, weil Sie können durchaus heute noch 3,5%, 4% laufende Rendite erzielen, wenn Sie bereit sind, auch mal in Sachen Dividendenpolitik in die zweite Reihe zu gehen, wenn Sie bereit sind, Ihr Geld im Hochzinsanleihebereich anzulegen oder auch fremde Währungen zu integrieren, dann sind 3,5%, 4% laufende Rendite durchaus noch drin. Die Frage ist allerdings, bringen Sie die finanzielle Risikobereitschaft mit? Und die finanzielle Risikobereitschaft ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ja, das kann man auf wissenschaftlicher Basis ermitteln. Sie wissen auch, wir stellen Ihnen das zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Risikobereitschaft oder ich glaube, Sie können es sogar auf dem Fragebogen zur Online-Konferenz angeben. Dann bekommen Sie von uns die Zugangsdaten zugeschickt. Dann können Sie das für sich mal in Ruhe durchgehen. Nächster Aspekt, bestehende Vermögensstruktur. Ich hoffe, dafür konnte ich Sie vorhin kurz sensibilisieren für das Thema Vermögensstrukturanalyse, also Stichwort Differenzierung zwischen Inhalt und Verpackung, weil natürlich viele von diesen Kapitalmarktthemen natürlich nicht nur die Börsianer treffen oder die Leute, die in Investmentfonds anlegen, sondern natürlich auch die Leute, die Versicherungen haben, betriebliche Altersvorsorge oder, Sie haben es ja gesehen, sogar die private Krankenversicherung ist ja am Ende des Tages davon betroffen. Und in viele Bereiche können Sie nicht aktiv eingreifen, weil Sie einfach nicht mitzureden haben, aber das gibt Ihnen natürlich eine Indikation, was Sie mit Ihrem freien Vermögen, mit dem Teil des Geldes, den Sie selbst bestimmt, sparen oder anlegen können, was Sie damit tun müssen, um in der Kombination für Ihre Gesamtvermögensstruktur eine sinnvolle Mischung und Streuung zu haben. Und Humankapital, das wäre nochmal eine Online-Konferenz für sich. Vereinfacht gesprochen macht es natürlich einen Unterschied, ob Sie sich als Anwalt heute selbstständig machen mit Anfang 30 oder ob Sie ein 60-jähriger Beamter sind, weil der Beamte, der hat einen sehr soliden Cashflow, der weiß genau, was kommt, hat eher ein Profil wie eine Anleihe, also einen kalkulierbaren Cashflow bis zur Fälligkeit und der Anwalt hat eher ein Profil wie eine Aktie, also höhere Chancen, aber auch große Risiken und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesamtherleitung einer individuellen und persönlichen Anlagestrategie und das muss ja auch die Basis sein, bevor Sie sich dann mit den Kapitalmarktthemen beschäftigen, wie wir sie jetzt hier und heute angerissen haben. Okay, kommen wir nochmal zu den aktuellen wirtschaftlichen und konjunkturellen Umfeld. Was sehen Sie hier? Sie wissen, es gibt einen Index von der Citigroup, der sogenannte ökonomische Überraschungsindex, also der misst quasi, inwieweit die Erwartungen und dann die tatsächlichen Werte voneinander abweichen und Sie sehen es im Endeffekt hier mal dargestellt,
In der USA, da ging es mal ordentlich nach unten. Alle waren für die USA positiv. Man hat gedacht, hey, es geht jetzt vorwärts. Arbeitsmarkt stabilisiert sich. Immobilienmarkt sieht ganz gut aus. Insgesamt, USA sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben halt mal einen harten Winter, aber ansonsten passt es. Aber man hat jetzt gesehen, relativ viele Datenpunkte kamen tendenziell eher schwächer rein. Und diese schwächeren volkswirtschaftlichen Daten haben dazu geführt, dass man gesagt hat, werden die Amerikaner wirklich die Zinsen erhöhen oder verschiebt sich das? Und wenn die die Zinsen nicht erhöhen, dann ist doch der Dollar gegenüber dem Euro viel zu teuer. Also raus aus dem Dollar, rein in den Euro. Und wie gesagt, schauen wir uns mal an, wie die nächsten Daten reinkommen. Wir haben ja einige Konjunkturdaten noch auch in den nächsten Tagen. Und wir sehen es aber auch für die Eurozone. Wir waren eben sehr stark im negativen Bereich und dann haben wir doch Daten bekommen, die besser reingekommen sind als erwartet. Mittlerweile sehen Sie aber auch, die Euphorie ist auch schon wieder so ein bisschen abgeflacht. Also wie gesagt, da macht es immer mal drauf natürlich Sinn, natürlich hinzuschauen. Und ja, also wie gesagt, das ist natürlich erstmal keine schöne Entwicklung. Dann auch ein Thema, was wir erwartet haben, was auch der gesunde Menschenverstand natürlich sagt. Sie sehen hier in dieser blauen Linie, sehen Sie die Veränderung der Unternehmensgewinne für einen amerikanischen Aktienindex, beziehungsweise für die Unternehmen, die in diesem sehr breiten Index enthalten sind. Das sehen Sie auf der rechten Seite und da sehen Sie im Endeffekt, okay, die Unternehmensgewinne, die gehen hier ein gutes Stück nach unten. Auf der anderen Seite sehen Sie hier den handelsgewichteten Dollarentwicklung. Also die Entwicklung des US-Dollars im gleitenden Durchschnitt über 3 Monate. Also dieser steigende Dollar hat halt doch dazu geführt, dass es sich negativ auf die Unternehmensergebnisse natürlich der US-amerikanischen Unternehmen auswirkt. Das geht nicht spurlos an denen vorbei. Muss ja auch so sein, wenn man sagt, hey, Europas Unternehmen profitieren von einem schwachen Euro. Das ist gut für den Export. Naja, wenn die einen davon profitieren, müssen die anderen darunter leiden. Und insofern ist ja auch dieses System der flexiblen Wechselkurse, das wir hier natürlich haben, ist natürlich eigentlich auch ein ganz guter Ausgleichsmechanismus, der über die Zeit die verschiedenen Regionen mal stärkt, respektive mal schwächt. Aber ich wollte Ihnen einfach nochmal zeigen, dass das, was man auch erwartet mit dem gesunden Menschenverstand, dann auch durchaus natürlich durch die echten Zahlen bestätigt wird, weil das ja auch Erwartungen waren, die wir in der Vergangenheit in den Kapitalmarktdialogen mit drin hatten. Dann das Thema Konsumentenvertrauen aus aktuellem Anlass habe ich mal mit drin. Sie sehen hier die Entwicklung eines Indizes, der von der Uni Michigan erhoben wird zum Thema Konsumentenvertrauen. Und in der Grau sehen Sie die Jahresveränderung in Prozent der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und Sie sehen in vielen Fällen, das läuft schon doch überwiegend parallel, also doch kein ganz unwichtiger Indikator. Und was Sie jetzt sehen hier oben, dass dieser Indikator eingeknackt ist, also dass das Vertrauen des Konsumenten ein bisschen zurückgeht. Und der Konsument ist ja durchaus wichtig, denn er macht 70% der Wirtschaftsleistung natürlich in den USA aus. Und man könnte dann durchaus erwarten, dass natürlich auch hier die Wirtschaftsleistung des Landes zumindest in die Seitwärtsphase geht, vielleicht sogar eine Rezession, wie der ein oder andere Marktbeobachter erwartet. Und ja, warten wir es mal ab. Aber das könnte natürlich wiederum Auswirkungen auf die Zinserhöhungsthematik haben. Und die Zinserhöhungsthematik ist natürlich wiederum wichtig als Leitindikator für die globalen Kapitalmärkte und natürlich auch für die Verhältnisse Euro-Dollar. Also dementsprechend schon mal ganz wichtig, das ein bisschen im Blick zu halten, weil, wie gesagt, es war kein schlechter Indikator, das Konsumentenvertrauen für das Wirtschaftswachstum. Und oft wird ja auch gesagt, nun ja, was beendet eigentlich einen Bullenmarkt, also einen sehr, sehr stark steigenden Aktienmarkt? Und losgelöst von allen Philosophien ist es eben doch oft eine Rezession, also eine wirtschaftliche Schwäche, die auf die Unternehmensgewinne drückt und da die Unternehmensgewinne natürlich sich in den Aktienmarktpreisen wiederfinden, hat das also auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Aber wie gesagt, leider dieser Indikator momentan mit negativer Tendenz. Sie sehen es hier im oberen Beispiel, die Veränderungen in Indexpunkten. Ja, hier ist die Nulllinie, also es geht nach unten, auch ohne Volkswirt zu sein. Wissen Sie, das ist dann nicht so positiv. Und auch hier mal die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Indexpunkten hier in Rot dargestellt. Sehen Sie auch, die Tendenz geht tendenziell eher nach unten. Und das war schon auch eine ordentliche Bewegung und überraschende Bewegung, die wir da gesehen haben. Insgesamt globale Konjunkturerwartung habe ich nochmal mitgebracht hier vom Internationalen Währungsfonds. Und klar, deren Prognosen sind auch nicht in Stein gemeißelt, aber ich wollte es Ihnen einfach im Überblick auch nochmal zeigen, dass man insgesamt sieht, pass auf, wo stehen wir denn eigentlich? Auch mal getrennt nach Advanced Economies, also wenn Sie wollen, die Industrienationen und eben die Emerging Markets und die sich entwickelnden Länder, die sogenannten Schwellenländer ja auch.
Und da sieht man auch, okay, in Sachen Wirtschaftswachstum, ja, es ist jetzt nicht besonders spektakulär hoch, es ist nicht besonders spektakulär niedrig, eigentlich momentan gar kein Indikator, weil das globale Wirtschaftswachstum ist jetzt nicht überschießend, ist aber auch nicht so grottenschlecht, dass man jetzt in Depression verfallen sollte. Und dementsprechend auch, wenn es darum geht, jetzt auf Basis solcher Daten sich für seine Aktieninvestitionsquote zu entscheiden, muss ich ganz klar sagen, momentan sehe ich das weder als Indikator für eine besonders hohe noch für eine besonders niedrige Aktienquote, sondern es sollte, wie gesagt, so sein, dass Ihre Aktienquote sich vielleicht auf Ihrer strategischen Quote berücksichtigt, die Sie natürlich herleiten können anhand des Prozesses, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, bei der Herleitung der Anlagestrategie. Aber auch da können Sie natürlich entsprechend auf uns zurückkommen. Wichtiger Indikator, auch das an dieser Stelle natürlich noch, die Notenbanken. Sie wissen, für uns die Inflationserwartungen, die am Markt gehandelt werden, also nicht irgendwelche Meinungen, sondern wirklich das, was in Kapitalmarkt gehandelten Preisen drinsteckt. Und da sehen Sie es hier in grün dargestellt für die Eurozone. Wir hatten extrem niedrige Inflationserwartungen, sowohl für 5 Jahre als auch für 2 Jahre. Und wir sehen, durch die Intervention der Europäischen Zentralbank hat man die ein gutes Stück nach oben geschoben. Also man scheint erstmal weg zu sein von diesem Thema disinflationäre oder deflationäre Entwicklung für die Eurozone. Es geht eher nach oben. Ob das Mario Draghi mit seinen Anleihekäufen war oder ob die Wirtschaft in der Eurozone ohnehin ihren Boden gefunden hat und die Notenbank nun einfach etwas spät und etwas prozyklisch agiert hat, das wird die Zukunft zeigen. Also in 10 Jahren werden wir mal zurückschauen können und werden es dann wahrscheinlich erläutern können. Aber dieser Indikator aus unserer Perspektive grundsätzlich wichtig. Da es hier natürlich auch darum geht zu überlegen, okay, wie lange kann die Notenbank so intervenieren, wie sie es momentan tut? Und die Antwort muss sein, sie kann so lange intervenieren, wie sie sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass die Preise an der Ladentheke steigen. Und ja, jetzt hatten wir das Glück, dass die Ölpreise zurückgekommen sind. Das war natürlich nochmal zusätzlich ganz nett, aber zwischendurch ja auch wieder ein bisschen Erholung beim Öl. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, momentan der Rechtfertigungsdruck der EZB oder auch der US-Notenbank aufgrund der am Markt gehandelten Inflationserwartung eher gering. Und das lässt natürlich Spielraum für eine Fortsetzung der niedrigen Zinspolitik, respektive natürlich auch der Aktivitäten natürlich hier an den Märkten. Stichwort Ankauf von Anleihen. Sie haben es vielleicht gehört. Man hatte heute verkündet, dass man das Programm zum Ankauf von Anleihen ein bisschen frontloaden wird, also in den Monaten mit schwacher Nachfrage ein bisschen mehr kaufen wird bei den Anleihen und in den starken Monaten ein bisschen weniger. Klar, man möchte natürlich auch um diesen ungewollten Zins- und Renditeanstieg, den wir am Anfang des Webinars thematisiert haben, reagieren. Aber relevante Bewegung oder Strohfeuer, so die Überschrift. Deswegen hier mal die drei Rohstoffsegmente, Landwirtschaft, Energie und Metalle im Überblick. Und da sehen Sie, oh mein Gott, lange Zeit außer Spesen nichts gewesen, weil wenn wir hier mal anfangen, dann sehen Sie im Endeffekt, okay, hier ist die Nulllinie und dann müssen wir schon ganz schön lange auf der Zeitachse schauen und eigentlich sind wir nur seitwärts gelaufen, haben außer Verlusten überhaupt nichts produziert, aber Sie sehen schon, Energie hat sich vom Tief schon wieder ein bisschen erholt, auch die Metalle könnten mal eine positive Bewegung nach oben zeigen. Also insgesamt muss man sich das mal betrachten, ob das hier vielleicht auf der Inflationsfront Unterstützung gibt, also dass die Inflation steigt, oder ob man einfach sagen muss, das Wachstum in China hat sich verändert, China insgesamt hat Überkapazitäten aufgebaut und exportiert nun deflationäre Entwicklungen natürlich auch in die Industrienationen. Aber wie gesagt, wer sich mal mit dem Thema Inflationsschutz für sein Depot, für sein Vermögen beschäftigen möchte, der kann das natürlich tendenziell eher dann tun, wenn die Preise für Inflationsschutz oder für besonders inflationssensible Titel günstiger sind und dementsprechend das vielleicht auch mal als Denkanstoß, sich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen. Und wir haben ja auch gesehen bei der Bewertung der Aktiensektoren vorhin, dass tendenziell die Sektoren bei den Unternehmen, die natürlich im Energiesektor zu Hause sind, die im Grundstoff, im Rohstoffsektor aktiv sind, das sind tendenziell diejenigen, die am günstigsten sind, weil sie natürlich auch auf der Gewinnfront am wenigsten zu bieten hatten in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, jeder Trend dreht sich mal und vielleicht kann man momentan mal das ein oder andere Prozent aus defensiven Konsumgüter, Aktien wie zum Beispiel eine Nestle oder ähnliche rausnehmen und kann sie in etwas Zyklischeres im Rohstoffsektor investieren. Ist vielleicht ganz gut für die Portfoliostruktur, aber das muss man natürlich auf individueller Basis dann betrachten. Nehmen Sie es mal als Denkanstoß hier mit und genau,
Dann nochmal was zum Thema Griechenland. Auch das können wir schnell abhandeln. Sie wissen, die griechischen Schulden hat man vom privaten Sektor auf den staatlichen, supranationalen Sektor oder dem angeschlossenen Institutionen verlagert. Deswegen geht der Markt eigentlich relativ entspannt damit um, was hier gerade passiert. Die Nachrichten sind ja immer mal so wechselnd wie die Sicherheit im Bahnverkehr bei der Deutschen Bundesbahn. Also mal geht was, mal geht auch nichts. Tendenziell geht mittlerweile häufiger eher nichts als das, was geht. Aber nichtsdestotrotz, was mal interessant ist, hier in dieser hellblauen Grafik sehen Sie mal die Entwicklung der Bankeinlagen der Eurozone hier dargestellt für Griechenland. Und da sehen Sie, hey, das Geld geht aus dem System raus. Die Banken haben das Geld natürlich nicht. Die brauchen Notfallkredite, sogenannte ELA-Kredite von der Europäischen Zentralbank. Das bläht natürlich auch wieder die Ungleichgewichte im Zahlungsverkehrssystem, dem sogenannten Target 2 natürlich auf, würde natürlich auch wieder dafür sorgen, dass bei einem Austritt Griechenlands der Schaden bei den Gläubigern natürlich noch größer wäre. Also wie gesagt, Sie sehen es an der Überschrift Konkurs, Kapitalkontrollen oder Kapitulation. Und ja, schauen wir mal, was kommt. Aber das Thema Kapitalkontrollen könnte natürlich bei dieser Entwicklung der Bankeinlagen durchaus ein Thema sein, das man auf das Tableau kommt, weil ja, Sie sehen ja die Entwicklung hier selbst. Ja, meine Damen und Herren, damit wären wir auch schon durch. Dementsprechend auch, ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Waren relativ wenige Fragen, muss ich sagen, für den Kapitalmarktdialog. Deswegen an dieser Stelle, wenn Sie noch Fragen stellen möchten, können Sie das jetzt gerne tun. Ansonsten werden Sie im Nachgang nochmal auch eine kleine Umfrage zu der Online-Konferenz erhalten. Wir stellen auch nochmal eine kleine Landingpage zur Verfügung, wie das Neudeutsch heißt, wo wir auch nochmal auf verschiedene Themen eingehen, wo wir auch nochmal eine Konserve der Online-Konferenz zur Verfügung stellen und wo Sie auch nochmal Denkanstöße finden zur Herleitung einer Anlagestrategie, respektive natürlich auch zur handwerklich sauberen Umsetzung einer Anlagestrategie, zum Beispiel im Aktienbereich. Ja, meine Damen und Herren, dann kommt noch eine Frage rein. Wie wird sich der DAX in den nächsten Tagen verhalten? Was denken Sie? Also zum einen, wenn ich nur einmal in meinem Leben wüsste, wo der DAX zu einer bestimmten Uhrzeit schließt, dann müsste ich nie mehr arbeiten. So, aber kann ich nur sagen, was wir in der Anlagestrategie umsetzen. Das heißt, wir haben auch tendenziell die Chips ein bisschen vom Tisch genommen. Wir glauben, dass diese aktuellen Gegenbewegungen beim Euro-US-Dollar respektive natürlich auch auf der Aktienseite eher so ein bisschen das Thema technisch sind. Also ich sage jetzt mal taktisches Hin und Her, was relativ schwierig zu timen ist. Deswegen versuchen wir uns da eigentlich rauszuhalten. Und uns nicht zu sehr zu positionieren, ja, bekommt Griechenland Unterstützung. Ja, das war das, was ich gerade versucht habe auszudrücken. Die Bundesbank sagt ja eigentlich, naja, es ist Hopfen und Malz verloren. Auf der anderen Seite sickert dann mal wieder was durch, dass man natürlich sagt, ja, es gibt eben doch Unterstützung, aber das wechselt ja quasi in Halbstundentakt, je nachdem, welche Medien Sie da nehmen. Also von daher, meines Erachtens muss es so sein für das Thema Griechenland. Eigentlich sollte es mich als Anleger gar nicht so sehr interessieren, weil wenn ich ein global aufgestelltes Portfolio habe, dann habe ich verschiedene Währungen, ich habe verschiedene Aktien, ich habe verschiedene Vermögenswerte und da macht so ein Land wie Griechenland, macht ja eigentlich nichts aus an der globalen Wertschöpfung und dementsprechend an einem globalen Wertpapierportfolio. Also wie gesagt, da würde ich mich auch nicht zu sehr damit beschäftigen, aber natürlich mal auch von der wissenschaftlichen Perspektive interessant zu sehen, wie gehen die Staaten damit um und vor allem auch zu schauen, wie ist das unterschiedliche Verhalten von Notenbanken respektive natürlich auch der Staaten, weil im Endeffekt des Tages muss man natürlich sagen, Griechenland ist natürlich pleite, es gibt dafür das Land kein Geschäftsmodell, sie können wettbewerbstechnisch nicht mit Ländern wie Deutschland, Spanien oder auch Italien konkurrieren, weil natürlich in den aufstrebenden Schwellenländern werden ähnliche Arbeiten für weniger Lohn verrichtet und dementsprechend muss man ganz klar sagen, da fehlt einfach das Korrektiv, eben die Möglichkeit der Abwertung der Währung, um hier wettbewerbsfähig zu werden. Und von daher glaube ich, dass uns das Thema Griechenland noch lange Zeit beschäftigen wird, unabhängig davon, ob sie jetzt mal wieder kurzfristig Unterstützung bekommen oder eben nicht. Wie sehen Sie den Aktienmarkt in Japan und in UK? Na, wie sehen wir den aktuell? Also
Die Märkte machen ungefähr das aus, was Sie auch vorhin in der Übersicht gesehen haben. Also sprich, wir sind jetzt nicht besonders stark positioniert in Großbritannien. Am globalen Aktienmarkt macht der UK ja rund 8% aus. Japan ist natürlich nochmal ein Thema für sich, weil in Japan sehen Sie alle Probleme unter einem Brennglas, also extrem schlechte Demografie. Also sprich, der Arbeitsmarkt in Japan wird ja allein deswegen besser, weil mehr Leute altersbedingt ausscheiden als jüngere Nachkommen. Und dass in Japan mehr Windeln an ältere Personen als an Babys verkauft werden, ist natürlich auch nicht prickelnd. Ansonsten muss man natürlich sagen, Japan hält natürlich nach wie vor den Wanderpokal der Notenbankinterventionen inne. Wenn man sich mal das Verhältnis anschaut von der Notenbankbilanz zu Wirtschaftsleistung dieses Landes. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Aber ist natürlich für sich auch ein spezieller Markt. Von daher, wie gesagt, ja, hängt natürlich immer auch stark an der Notenbank. Wie entwickeln sich die Zinsen Ihrer Meinung nach? Vor kurzem hatten wir erste Zinsanstiege zu sehen bekommen. Also grundsätzlich, meine persönliche Erwartung ist die, dass ich nicht glaube, dass die realen Zinsen stark steigen werden. Was sind die realen Zinsen? Die realen Zinsen sind die nominalen Zinsen, also die Zinsen, die Sie auf als Rendite auf einer Anleihe zum Beispiel sehen, abzüglich eben der Inflationsrate. Und wenn man sich klar macht, dass der Staat natürlich in Zukunft allein aufgrund der demografischen Entwicklung ein relativ hohes Refinanzierungsbedarf hat, um die Verpflichtungen zu decken, dass natürlich auch der technische Fortschritt sein Übriges tut, glaube ich schon, dass die Zinsen unten bleiben müssen. Aber dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir natürlich marktbedingt nach so einer starken Rallye, gerade wenn die Inflationserwartung mal anspringt oder wenn wir darüber diskutieren, dass die EZB vielleicht weniger oder kürzer Anleihen kauft, als man das momentan erwartet, könnte ich mir schon einen gewissen Zinsanstieg vorstellen. Insgesamt muss ich ganz klar sagen, für mich das Thema Anleihen ein relativ unattraktives Chance-Risikoprofil. Ich glaube nicht, dass man sich da momentan besonders engagieren muss. Wenn, kann man über inflationsgebundene Anleihen oder Hochzinsanleihen in den USA nachdenken. Aber als eine klassische deutsche Staatsanleihe, da muss ich ganz klar sagen, wenn Sie nicht aufsichtsrechtlich gezwungen sind, sowas zu erwerben, dann muss ich momentan sagen, würde ich die Finger davon momentan weglassen. Da gibt es da andere Vermögensklassen, die sind mit Sicherheit interessanter. Anlagen sind zurzeit signifikant überbewertet, werden jedoch immer noch zum Ausgleich des Aktien, ach Anleihe, Anleihe über zum Ausgleich des Aktienrisikos benötigt. Macht es Sinn, Geld auf dem, macht das Tagesgeldkonto in den nächsten Jahren mehr Sinn? Wenn ja, warum beinhaltet der Üposfonds 25% Anleihen? Also nochmal die Frage ganz kurz. Die Frage hier heißt ganz klar, beginnt mit der Feststellung, Anleihen sind zurzeit signifikant überbewertet. Ich glaube, da stimmen wir uns viele überein, aber wir haben sie zum Ausgleich des Aktienrisikos. Also man sagt ja, hey, wenn der Aktienmarkt fällt, habe ich noch Anleihen, die können dann profitieren. So die alte Denke. Aber wenn Sie auch unsere Publikationen lesen, dann stellen Sie ja fest, dass wir schon seit einiger Zeit sagen, dass wir nicht glauben, dass diese Ausgleichsfunktion auf dem jetzigen Niveau erfüllt wird. Dass es vielleicht eher Sinn macht, im Anleihebereich sehr, sehr kurze Laufzeiten zu haben oder eben bewusst höhere Kreditrisiken zu nehmen, also eher aktienmarktähnlich zu sein durch Hochzinsanleihen oder zum Beispiel inflationsgebundene Anleihen zu erwerben, weil es dann in der Konstruktion insgesamt besser ist für das jetzige Zinsniveau und warum man beim Üposfonds 25% Anleihen und ja, zum Beispiel die US-amerikanischen Anleihen haben wir gekauft, als die Rendite bei rund 2,95% drin war oder auch mal Anleihen von Australien, also wo wir einfach natürlich ein höheres Zinsniveau hatten. Und das war natürlich ganz attraktiv und vor allem, wenn man natürlich davon ausgeht, dass man sagt, okay, taktisch können wir das Zinsniveau immer mal relativ schnell auch über ein Terminmarktinstrument wie den Future absichern, war es schon ganz interessant, damals natürlich eine 3%ige Anleihe einzukaufen, weil 3% war natürlich in dem Umfeld eine relativ gute Rendite. Das Problem ist aber heute, Sie können nicht mehr zurückfahren in der Zeitmaschine und können ein solches Papier erwerben. Sie bezahlen heute für einen 3%er natürlich im Kurs so viel, dass Sie nur noch eine Marktrendite in Deutschland von ja, 0,6, 0,7 haben oder in Amerika 2 Apps. Und da haben Sie natürlich recht, da macht das weniger Sinn. Deswegen das Anleiheportfolio dann vielleicht doch eher wirklich Tagesgeld plus vielleicht ein bisschen Hochzinsanleihe, aber wie gesagt, davon Teil in die Aktienquote einrechnen plus ein bisschen inflationsgebundene Anleihen. Sie sehen ja auch, wie wir das im Faktorportfolio umsetzen.
was wir ja so ein bisschen am norwegischen Staatsfonds angelehnt haben, wo ja über 10.000 Aktien drin sind, plus eine gewisse Anleihequote mit einem regelmäßigen Rebalancing. Da werden Sie im Endeffekt auch feststellen, dass wir diesem Argument Rechnung tragen und eben hier, wie gesagt, eher kurzlaufende Anleihen bzw. Anleihen mit anderem Verhalten drin haben. Wo sehen Sie die Gründe für die Bewegung am Rentenmarkt? Gut, das hatten wir schon. Klar, einerseits Gewinnmitnahmen, andererseits ist es natürlich überschossen. Auf der anderen Seite steigende Inflationserwartungen. Und dann natürlich auch, hey, vielleicht die Idee, dass die Eurozone jetzt zwar nicht explodiert im Wachstum, aber dass wir auch nicht Jahrzehnte von Disinflation vor uns haben. Und dann muss man natürlich schon mal hinterfragen, ob das noch so passt von den Preisen her. Und dann kommt ein bisschen Panik auf. Dazu hatten sie auch in den USA den einen oder anderen Fondsmanager, der gesagt hat, hey, deutsche Anleihen sind viel, viel zu teuer. Lass uns doch mal short gehen. Und der hat ein paar Jungs versammelt, die hier Entschuldigung, die sich hier gebündelt haben und die wahrscheinlich auch ein paar Positionen so stark gebündelt haben, dass man hier natürlich den Markt bewegen konnte. Und dann haben, glaube ich, doch auch einige einfach Angst bekommen, haben auf den Knopf gedrückt und haben ihre Anleihen verkauft. Sehen Sie im Moment denn keine Ballung von möglichen schwarzen Schwänen? Also schwarze Schwäne, vielleicht auch das nochmal kurz, falls der Begriff nicht jedem geläufig ist. Schwarze Schwäne heißt im Endeffekt sowas wie unerwartete Ereignisse. Gibt ein sehr gutes Buch von Nassim Taleb. Da beschäftigt er sich damit. Er kommt dann in der Fortsetzung des Buches zu dem Thema. Es macht keinen Sinn, eine robuste Vermögensstruktur oder eine starre Vermögensstruktur zu haben, sondern sie sollte eher antifragil sein, also eher beweglich. Aber nichtsdestotrotz, eine Ballung von schwarzen Schwänen sehe ich momentan nicht, weil ja viele der Probleme werden ja ohnehin besprochen und analysiert. Also Sie haben es vorhin gesehen, in der Analyse. Und von diesen Analysen kriege ich jeden Tag eine von irgendeiner Investmentbank oder Fondsgesellschaft, wo drüber steht Blasenindikator, Blasenindex, Überbewertung verschiedener Sektoren. Und wenn wir jetzt mal auf die Regionen gehen, dann dieses Thema, dass China natürlich auch Wachstumsprobleme hat. Das ist auch nichts Neues, aber früher ist China mit 9% auf 4,5 Billionen Bruttoinlandsprodukt gewachsen. Heute wachsen sie mit 7% auf ich glaube, 9 Billionen Bruttoinlandsprodukt, also oder 10 Billionen, also absolut gesehen natürlich immer noch mehr. Aber klar, irgendwann werden wir natürlich auch mal das Thema Problematik China haben, was die Überkapazitäten betrifft. Irgendwann müssen die auch mal weg von ihrem Modell und hin eher zum Thema vielleicht Konsum- und Dienstleistungsorientierung. Auch in der Eurozone wird vieles diskutiert. Auch der Austritt Griechenlands ist ja kein schwarzer Schwan, sondern das wird ja schon in der Bild-Zeitung im Geld- und Finanzteil thematisiert. Von daher, wenn Sie mich fragen, was momentan das größte Risiko für die Märkte ist, was keiner antizipiert, dann würde ich sagen, dass es ein unerwarteter Zinsanstieg ist, dass es eine unerwartete Wachstumsüberraschung ist und dass man sich auf einmal anschaut und sagt, Moment mal kurz, mein Portfolio besteht aus Anleihen, die sind ja viel zu niedrig verzinst, wenn die Inflation steigt. Mein Aktienportfolio besteht ja eigentlich nur aus defensiven Titeln, aus Zinsersatztiteln, aus Dividendenstories. Und das ist ja uninteressant, wenn hier jetzt auf einmal das globale Wachstum anzieht. Und von daher glaube ich, der größte schwarze Schwan ist das Thema Zinsanstieg respektive Wachstumsüberraschung, die keiner erwartet. Wir ja auch nicht, wie Sie meinen Äußerungen entnommen haben. Aber Risikomanagement heißt ja auch, sich mit den Themen zu beschäftigen, die man nicht erwartet, die man für unwahrscheinlich hält und sich dann Gedanken darüber macht, hey, wenn es zu so einer Bewegung kommt, wo würde es mich denn treffen und was kann ich bereits heute tun, um so etwas abzufangen und im Rahmen meiner Risikoneigung vielleicht auch in der Anlagestruktur hier entsprechend zu reflektieren. Okay, danke. Ich bin halt im Überlegen, jetzt wieder einzusteigen, war raus zuletzt und hoffe auf 10.500 im DAX. Also ganz klar, ja, wir hatten eine starke Bewegung. Sie haben die Wertentwicklung natürlich an den europäischen Aktienmarkt gesehen. Da machen jetzt einige Kasse oder sichern auch mal ihre Wertentwicklung. Wir haben das genauso getan. Wenn Sie, ich sag mal, Ende März bei plus 13, plus 14% stehen, dann muss man natürlich auch mal sagen, okay, wir reden mal mit unseren Mandanten und sprechen darüber, was wir tun. Und im individuellen Bereich haben viele Mandanten gesagt, okay, wir nehmen mal ein paar Chips vom Tisch. Also, und das tun natürlich andere auch. Also man sollte jetzt nicht in jede Tagesbewegung gleich eine neue Trendumkehr rein interpretieren, weil am Ende des Tages ist das Big Picture unverändert. Niedrige Zinsen, finanzielle Repression, Wachstumsprobleme, die Notenbanken werden weiter tendenziell
eher intervenieren als zu stark bremsen, mal die einen mehr, mal die anderen weniger. Aber in der Summe haben wir eine globale Liquiditätsversorgung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und jetzt bleibt es einfach zu hoffen, dass die Unternehmen irgendwann mal anfangen, nicht nur eigene Aktien zurückzukaufen, das gilt besonders in den USA, sondern wirklich mal zu investieren und nicht nur in Ersatzinvestitionen, sondern auch in Erweiterungsinvestitionen. Also wie gesagt, das ist meines Erachtens dementsprechend eine gewisse Timingfrage. Welche Metalle sind im Rogers Metalle die größten? Kann ich Ihnen nicht auswendig sagen, aber googeln Sie einfach mal Rogers Commodity Index, dann kriegen Sie die Indexverteilung mal ausgerichtet, aber relativ, es gibt ja einige Rohstoffindizes, aber die sind alle relativ ähnlich. Die einen richten es nach Angebot, die anderen nach Verbrauch. Also einfach mal googeln, auswendig kann ich es nicht sagen. Wie ist die gegenwärtige Ratio Cash zu Aktien im Überstrategiefonds? Also wie ist die aktuelle Ratio? Wie gesagt, man muss ja immer auch berücksichtigen, dass wir Terminmarktinstrumente zur Feinsteuerung einsetzen. Also momentan kann man sagen, ungefähr rund 50% Aktien, einzelne Aktien, auch tendenziell Aktien, die ein bisschen zyklischer sind, was natürlich der Argumentation folgt, die ich vorhin zu den Preisbewegungen oder zu den Relationen von defensiven Aktien zu zyklischen Aktien sagte, ungefähr 25 bis 30% Anleihen, teilweise allerdings hier die Wertentwicklung eingefroren, weil wir haben zu 3% gekauft, haben dann über ein Future die Entwicklung eingefroren und nehmen nur den Coupon und die Währungsentwicklung mit. Und dann noch 7, 8% letztendlich hier Edelmetalle und der Rest ist, wie gesagt, eben Cash. Aber wie gesagt, das kann sich natürlich auch relativ schnell ändern. Sie wissen, wir sind ja im Hypo-Strategiefonds im Unterschied zur klassischen Vermögensverwaltung oder natürlich auch zu den Faktorstrategien, die ja sehr langfristig, sehr strategisch, sehr wissenschaftlich fundiert sind, natürlich auch eher flexibler und reagieren ja doch mal schneller auf eben entsprechende Bewegungen. Also wollen, wenn Sie wollen, ja doch eher auch ein Schnellboot, was sich relativ schnell natürlich auch Bewegungen anpasst. Aber warum läuft Japan dann so? Ist das alles von der Notenbank subventioniert? Also, wie gesagt, ich habe den Chart jetzt nicht gezeigt, aber das Verhältnis der Notenbankbilanz zur Wirtschaftsleistung ist wirklich unglaublich, ist in keinem anderen Industriestaat in diesem Maße natürlich gegeben. Dann hat man natürlich auch auf der Währungsseite einiges getan. Die nationalen und lokalen Pensionsfonds bauen Anleihen ab, bauen eher Aktien aus den japanischen Indizes auf und das führt natürlich auch dazu, dass sie hier eine Nachfrage haben. Stellen Sie sich vor, in Deutschland würden wir auf einmal sagen, hey, liebe Versicherung, du musst nicht mehr 30, 40% Eigenkapital hinterlegen, um mal Aktien zu kaufen, sondern 0%, wie bei einer Staatsanleihe, dann hätten wir, glaube ich, auch in Deutschland höhere Aktienquoten. Und wenn Sie dann natürlich derartige Anleihe mit so viel Feuerkraft haben, die dann wirklich mal ein bisschen umschichten, dann kriegen Sie natürlich wirklich auch schöne Bewegungen natürlich hier an den Märkten. Welche Anlageklassen wären interessanter? Interessanter im Vergleich zu was? Also, da sind wir wieder beim Punkt Herleitung der persönlichen Anlagestrategie, weil daraus ergibt sich, welche Vermögensklassen am besten zu Ihnen passen. Ich möchte nur sagen, für den Aktienmarkt mal exemplarisch, da sollte es eben wirklich so sein, dass Sie eine breite Basis haben. Wie gesagt, schauen Sie mal unsere Faktorstrategien auch als Beispiel an, wo Sie wirklich Tausende von Aktien drin haben mit einem wissenschaftlichen Fundierung, auch mit einem gewissen Value-Ansatz, der dafür sorgt, dass man nicht zu teuer kauft, dann haben Sie da schon mal eine ganz gute Orientierung. Dirk Müller sprach davon, eventuell den DAX noch bis 10.500 korrigieren zu sehen. Ja, denken Sie ebenso. Ja, ich habe Dirk vorletzte Woche mal an der Börse getroffen, wir haben ein bisschen philosophiert, aber es ist natürlich ganz klar, das ist kurzfristiges Markttiming, was, glaube ich, niemand von uns vorhersehen kann. Es ist ein bisschen wie Münzwurf und auch da sollten sich, glaube ich, als Anleger nicht zu sehr die Zeit mit, ich will jetzt nicht sagen verschwenden, aber zu viel Zeit aufbringen, sondern der Aspekt ist natürlich wirklich, Sie sehen es ja anhand der letzten zwei Handelstage. Erst war die Story, Euro-Dollar war natürlich ganz super zugunsten des Euros. Der Euro ist aufgewertet. Alle, die Dollar-Positionen haben, haben ordentlich einen zwischen die Beine bekommen, um es jetzt mal sehr platt zu formulieren. Und jetzt haben Sie in den letzten zwei Handelstagen dreht das Ganze und der Dollar wertet auf einmal 3% auf, obwohl wir eigentlich keine wirklich, wirklich relevanten Nachrichten hatten, sondern es war eigentlich alles bekannt. Und Sie sehen, 3% Bewegung ist eine ganz schön starke Bewegung, wenn Sie davon ausgehen, dass der Aktienmarkt vielleicht eine Risikoprämie von 5 oder 6% trägt. Von daher, wie gesagt, ich würde nicht zu sehr da hingehen, von daher gehen, ich weiß es nicht.
Kann es in einer langen Niedrigzinsphase überhaupt stark steigende Inflation geben? Ja, na klar. Was Sie momentan ja schon sehen, ist eine Inflation bei den Vermögenspreisen. Also sprich, die niedrigen Zinsen, und die sehen Sie eben nicht an der Tankstelle oder nicht so sehr in den Konsumgüterpreisen, sondern sehen es eher an den Vermögenspreisen. Da gehen die Preise ja schon hoch. Und man kann sich natürlich auch durchaus vorstellen, dass irgendwann sich das Ganze mal von der Vermögensebene auf das echte Leben überträgt. Wie gesagt, der Indikator sind natürlich auch sowas wie die Lohnentwicklung, sind die Entwicklung der Rohstoffpreise, ist natürlich auch die Entwicklung der Währung, weil wenn die eigene Währung abwertet und Sie müssen im Ausland einkaufen, dann bezahlen Sie ja mehr, sogenannte importierte Inflation. Nur momentan muss man sagen, wir sind erstmal davon weg, eine disinflationäre Entwicklung zu haben. Also dieses Thema, die Zentralbank stellt sich eigentlich 2% Inflationsrate vor, weil man sagt, naja, 2% Inflation ist so in unserem Geld- und Kreditsystem, wie wir es haben, eigentlich so die Größenordnung, wo man sagt, dann ist es ganz vernünftig. Und als wir dann ja sogar im negativen Bereich waren, hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt mehr tun, und das kann sich dementsprechend auch mal wieder umdrehen. Und dementsprechend, um die Frage zu antworten, ja, ich kann es mir vorstellen, dass wir auch in Niedrigzinsphasen mal eine gewisse Inflationsrate sehen. Und nebenbei gesprochen, sonst würde ja auch die finanzielle Repression nicht funktionieren, weil finanzielle Repression heißt niedrige Zinsen, höhere Inflationsrate, weil nur dann wird der Schuldner ganz charmant entschuldet und der Gläubiger wird durch die Hintertür enteignet. Momentan haben wir die Situation, ja, wir haben zwar niedrige Renditen, immer noch, auch nach diesem in Anführungsstrichen Blutbad, aber die Inflation ist leider zu niedrig, als dass das funktioniert. Heißt aber natürlich auch für die strukturell überschuldeten Staaten, weil da ist natürlich auch noch überhaupt nichts passiert in den letzten Jahren auf der Entschuldungsebene, ist natürlich die reale Schuldenlast natürlich in so einem Umfeld bedeutend größer, als wenn wir eine Inflationsrate von 3% haben. Und von daher muss man sagen, nun ja, entweder haben wir eine Inflation, die zu einer Entschuldung führt, dann habe ich als Gläubiger ein Problem. Oder die Inflation ist einfach dauerhaft nicht da und die Schulden können eben nicht mehr getragen werden. Dann müssen wir über die Neustrukturierung von Schulden sprechen. Und Neustrukturierung von Schulden, das können Sie sich denken, heißt natürlich auch Neustrukturierung von Vermögenswerten. Würden Sie in Rohstoffaktien wie BHP, also BHP Billiton, einen Rohstoffkonzern integrieren oder ist der Zeitpunkt noch nicht gegeben? Ja, ist ja kein Geheimnis. Wir sind in BHP investiert mit einer kleinen Größenordnung. Ansonsten gilt natürlich das, was ich vorhin gesagt habe. Je nachdem, wie Ihr Portfolio aussieht, wenn Sie eben nur Anleihen oder nur Dividendenaktien und nur sogenannte Qualitätsaktien haben, dann könnte man vielleicht mal sagen, das waren jetzt tolle Gewinne, aber ich realisiere vielleicht mal einen kleinen Teil der Gewinne und investiere den in einen Bereich, der vielleicht ein bisschen inflationssensibel ist. Oder ich nehme auch ein sogenanntes Rebalancing vor, einfach um wieder breiter über die verschiedenen Segmente am Aktienmarkt investiert zu sein. Chinesisches Schattenbankensystem. Ja. Nichts Neues, wenn Sie sich den auch mal da die Charts anschauen zum chinesischen Schattenbankensystem. Ich glaube, die begleiten uns mittlerweile seit 2008. Ja, im Schattenbankensystem gibt es natürlich Probleme. Man hat mittlerweile angefangen, auch das ein oder andere stärker zu regulieren. Nichtsdestotrotz, da gibt es natürlich noch einiges, was es zu reparieren gibt. Momentan ja auch in China wieder die Mindestreservesätze runter. Man versucht ein bisschen zu stimulieren. Aber wie gesagt, das ist auch ein Thema. Ja. Das sollte man natürlich auf dem Schirm halten, aber ob es momentan Auswirkungen auf die Anlagestrategie haben sollte, auf globaler Basis, also ich sage, ich mache jetzt meine Aktienquote höher oder niedriger aufgrund des chinesischen Schattenbankensystems, da würde ich ganz klar sagen, nein, das beeinflusst mich in meiner Anlageentscheidung nicht wirklich. Da gibt es ganz andere Komponenten, weil erst leite ich ja die persönliche Anlagestrategie her, wie Sie es gesehen haben, dann überlege ich mir, okay, wie will ich in die Märkte investieren, mit welchen Strategien, in Abhängigkeit meiner Risikotoleranz. Und das muss natürlich auch ganz klar sein. Oft denkt man ja, ich leite jetzt meine Depotstruktur her und dann investiere ich alles auf einen Schlag. Also das ist natürlich vollkommener Unsinn. Wenn klar ist, welche Vermögensklassen Sie brauchen und mit welchen Instrumenten Sie das umsetzen, dann muss natürlich klar sein, dass man das nicht auf einen Schlag tun sollte, sondern vielleicht eben sukzessive, also dass man vielleicht sagt, okay, ich investiere einen Teil der Aktienquote jetzt, die Aktienmärkte, die momentan von der Bewertung ein bisschen teurer sind, die gewichte ich ein bisschen niedriger. Das war zum Beispiel etwas, was wir vor einem Jahr getan haben, wo man ja sagen musste, hey, Europa war so viel billiger als die USA, dass man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt erstmal die europäischen Aktien auf.
Und die amerikanischen Aktien bauen wir momentan nicht auf. Genauso wie man jetzt auch Ende des ersten Quartals sagen musste, okay, Europa ist sensationell gelaufen. Es macht vielleicht auch Sinn, momentan bei den europäischen Aktien mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und vielleicht doch eher in einen anderen Markt zu gehen. Also von daher, ich bin ein großer Freund davon, seine eigene Strategie herzuleiten, sich die strategisch mal ganz klar zu definieren und dann aber natürlich auch in einem gewissen Maße natürlich auch mal taktisch einzugreifen, um hier zu schauen, dass man dann noch laufend positioniert ist. Puh, ja, meine Damen und Herren, ziemlich viel geredet, 19:15 Uhr. Fragen sind jetzt auch keine mehr. Also wie gesagt, an dieser Stelle, Sie bekommen gleich nochmal nach Beenden des Webinars natürlich hier die Möglichkeit, Ihr Feedback zu geben. Im Nachhinein, wahrscheinlich morgen, bekommen Sie eine E-Mail zur Verfügung gestellt mit der Landingpage. Da finden Sie nochmal die Aufzeichnung der Online-Konferenz plus ein bisschen Hintergrundinformationen und Denkanstößen natürlich zur Vermögensstrukturierung. Und grundsätzlich, auch das sei natürlich ganz klar gesagt, können Sie natürlich jederzeit auf den Partner, der Sie zu der Online-Konferenz eingeladen hat. Wir sind ja auch als Dienstleister für andere Finanzdienstleister tätig. Natürlich zugehen, um die Fragen zu diskutieren. Oder sofern Sie natürlich von niemand eingeladen worden sind, können Sie natürlich auch gerne auf uns zugehen, um hier mal Ihre verschiedenen Fragestellungen zu durchleuchten. Und ja, auch die Frage ist natürlich klar. Kostet es was? Ja, klar. Irgendwann nehmen wir natürlich eine Vergütung für unsere Dienstleistung, aber grundsätzlich das Thema Erstgespräch, auch telefonisch oder auch zum Beispiel diese Zugangsdaten zur finanziellen Risikobereitschaft, das sind für uns Themen. Das ist Qualitätssicherung. Das ist erstmal mit keinen Kosten verbunden, weil letztendlich man muss sich ja mal kennenlernen. Sie müssen Ihre Situation schildern. Wir müssen darstellen, okay, welche Dienstleistungen machen denn für Sie Sinn? Wo können wir einen Mehrwert bieten? Und danach bekommen Sie eine schriftliche Zusammenfassung und da ist auch ein Angebot für die Zusammenarbeit mit drin und vorher entstehen da natürlich keinerlei Kosten. Genau. Genau. Kauf über Strategiefonds, klar, können Sie kaufen über die Börse. Sie können auch über uns kaufen. Ja, die ganz normalen Wege ist ein normaler Investmentfonds. Aber wie gesagt, wenn Sie über uns kaufen, haben Sie vielleicht ein paar Kostenvorteile, also das vielleicht einfach auch mal im Feedbackbogen angeben. Dann noch eine Frage, kaufen die Aktienunternehmen durch den fehlenden Zins nicht zu teuer ein? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Kaufen die Aktienunternehmen, also die Unternehmen, durch den fehlenden Zins nicht zu teuer ein? Die Frage verstehe ich nicht. Also die kann ich jetzt so nicht beantworten, aber Sie können sie gerne mal ins Webinar reinschreiben oder gerne können Sie auch morgen mal kurz durchrufen. Dann gehen wir das auf bilateraler Ebene durch, weil so kann ich es momentan nicht nachvollziehen und da jetzt ins Blaue zu antworten, macht ja auch keinen Sinn. Also, meine Damen und Herren, es ist spät. Ich hoffe, bei Ihnen scheint die Sonne. Nutzen Sie die Zeit, gehen Sie nochmal in den Biergarten, gehen Sie in Sport oder machen sonst etwas, was Ihnen gut tut. Ich werde jetzt noch eine Runde laufen gehen. Wie gesagt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Machen Sie das Beste aus dem heutigen Abend. Bis bald. Auf Wiedersehen.